Hallo Leute, hier ist der Madison MX, der Modellbau-Noob mal wieder. Mit dem kleinen Modellbau-Tagebuch. Die Hand ist hier oben. Da, weil ich stehe. Es gibt eine Menge zu zeigen. Es kommt mal was Neues auf euch zu. Ihr wisst ja, ich baue ja ein bisschen am The Bismarck, am X-Wing und ab und zu an Millennium-Falken. Ja, das zieht sich jetzt schon ein bisschen. Und ich habe dann auch schon mal ein bisschen überlegt, oder etwas überlegt, was können wir denn noch so tun, wenn die Folgen mal aus sind und alle. Ich könnte ja mal was anderes probieren, weil multifunktional macht schon Spaß zu bauen, die großen Dinger sowieso. Und der ein oder andere Kommentar kam dann rein. Die Kommentare bringe ich mal später, wenn es dann soweit ist. Beim späteren Unboxing von dem, was ich jetzt hier habe. Ja, ich habe noch was mir geleistet. Und das ist jetzt hier drin in dem Paket. Das werde ich jetzt auspacken, ausräumen mit euch zusammen. Und aber vielleicht noch was zu den Bauteilen, nicht? Das heißt, ich guck mal, wie ich das Ganze arrangiere und melde mich gleich wieder. Ja, da sind wir wieder. Der alte Mann sitzt wieder und hat ein bisschen was vorbereitet. Der Hals ist so trocken. Einen Schluck nehmen. Also, bevor es hier weitergeht, ihr werdet nicht drum rumkommen. Es gibt dann noch ein X-Wing 44 Bauteil oder Baufolge. Und natürlich geht es noch weiter noch mit der Bismarck, da habe ich auch noch einen Teil da. 31, dann habt ihr wieder Ruhe vor mir. Ich denke, das ist auch relativ schnell gemacht. Relativ, weil ich muss ja noch von der Baufolge, ich glaube es war 29, reparieren. Und zwar hatte ich hier wieder mal einen Baufehler. Danke nochmal für die Hilfestellung und das Aufzeigen des Baufehlers. Ich habe die Wachhäuschen hier falsch dran montiert. Ich habe hier schon mal ein bisschen vorgerüttelt. Also das geht schon. Ich habe nicht alles so. Ich gehe ja auch mit Kleber sparsam um. Und ich denke, das Wachhäuschen ist dann auch ganz schnell dran gebaut. Schlimmstenfalls muss ich dann das Deck nochmal abbauen. Weil das ist ja hier festgeschraubt. Ich glaube, ich mache das, weil sonst wird es doch wieder nichts und das Geheul ist dann groß. Aber das sehen wir dann in der nächsten Bismarck-Baufolge. So, jetzt machen wir ein bisschen Platz leer, weil, klar, Millennium-Falke, da kommt bestimmt auch was. Noch, wenn ich ein bisschen Luft und Laune habe, zu, kommt halt drauf an, wie es so läuft im Echtleben, in der. Manchmal kommt da was dazwischen, aber im Großen und Ganzen habe ich noch ein paar Wochen bis zum Urlaub. Ja, entsprechend dürfte auch der normale Tagesablauf stattfinden. Ins Geschäft gehen, Urlaubsvertretung machen und abends dann den Frust raus in Form von vielleicht ein, zwei Stunden ein bisschen was bauen, vorbereiten, Film schneiden. Rendern, das dauert dann immer so lange. Okay, wir kommen jetzt zu der neuen Geschichte, die wir da uns haben aufschwatzen lassen. Ich hatte dann immer so, na, ich habe es ja auf mir nicht eingeredet oder einreden lassen. Ich hatte es im Kopf. Ich hatte auch immer so ein komisches, seit ein paar Wochen, ja, so ein Geräusch im Ohr. Das ist schon fast wie ein Tinnitus. Hört ihr es? Hört mal an. Ja, so soll ich das vorstellen, so ungefähr. Ist mir das Geräusch ab und zu hier oben in den Sinn gekommen, wenn ich ein bisschen Modellbauplatz hier aufgeräumt habe oder so. Oder umgebaut habe, das Modell weg, das ran. Dann habe ich überlegt, Mensch, was könntest du denn vielleicht noch so zwischendurch machen, was vielleicht mir so 120, 140 Folgen dauert. Und hatte da was im Kopf. Und
Ein paar Kommentare kamen dann noch reingeflattert über die Community und schon wieder ein Und. Zack. Kein Schnitt. Weiter geht's. Ah, ja. Und. Ah, verdammt nochmal wieder ein Und. Weck mich doch. Jetzt hole ich den Karton. Mir egal. Es geht um dieses Modell. Ah. So. Warum, wieso, weswegen kriege ich es überhaupt komplett drauf? Dann gehen wir noch mal ein Stückchen weg hier. Ein Stückchen in die Höhe. So. Da gibt es ein paar Punkte, warum, wieso, weswegen. Tamiya habe ich noch nie gebaut. Gab es bei mir noch nie hier auf der Aschenbahn bzw. auf dem Modellbauplatz. Ich habe zwar ein paar Modelle, aber ich habe noch keins angefasst. Wird spannend, wird interessant. Multifunktional ist es in gewisser Weise. Es ist ein RC-Modell, wollte ich schon immer mal probieren. Ich habe noch nie eins besessen, das ist mein allererstes. Ich hatte früher mal zur ostdeutschen DDR-Zeit mal ein Polizeiauto geschenkt gekriegt. Das war mit einem Kabel verbunden und ein bisschen mit zwei Knöpfen und einem Lenkrad. Das war eigentlich alles, was ich in Kinderzeit hatte an Elektrofahrzeugen. War nichts mit RC, Remote Control. Oh. Deswegen muss ich da was nachholen. Ich hoffe, ich krieg's hin. Das Teil habe ich mal rausgelassen mit ein bisschen Zubehör. Das war so ein Tipp von einem Modellbauer, wo er sagte, hol dir ein Komplettset, wenn du keine Ahnung hast, so zwischen den Zeilen. Ich habe auch keine Ahnung. Ich weiß auch nicht, ob ich das Richtige gemacht habe. Aber was habe ich mir jetzt angeschafft? Einen herrlichen Karton. Im Endeffekt sollte das dann auch dann so aussehen. Skandal, die Folie ist eingerissen, obwohl neu. Gleich zurückschicken. Nein, Blödsinn. Bleibt hier. Machst du mal ab, nachdem ich hier unten geschaut habe. Ah, für den totalen Laien wie mich wäre hier unten sogar ein entsprechender Tipp, was man sich dann noch zulegen könnte. So in der Art habe ich auch was mir bestellt oder ausgesucht, rausgepickt. Hier haben wir dann noch auf dem Karton eine Fernbedienung. Zubehörteile, bunte Federn, wie auch immer, ob man das braucht, und ein paar optimierte Sachen. Ich will aber bloß das Ding zusammenbauen. Das wird am meisten Spaß machen, schätze ich mal. 2, 3, 4 Runden drehen und dann kommt das Ding irgendwo hin. Also dreckig wird es von selber, das Modell hier. Und ja, hier ist dann nicht mehr viel los. Machen wir mal noch die Folie ab. Das wird auch wieder ein Gefummel hier. So. Audi Quattro. Ist natürlich auch meiner Zeit geschuldet. Ich bin ja nur ein bisschen älter. Es gibt so viele schöne Modelle von Tamiya. Aber die 8er Jahre sind dann schon eine Zeit mit Walter Röhrl und Stuck, womit ich was anfangen kann. Und deswegen habe ich mich für das Modell entschieden und nicht für so hypermoderne. Das hat mir am meisten zugesagt, am meisten. So, aber bevor wir hier den Karton aufmachen, kommen wir vielleicht noch kurz zum Zubehör, was ich dazu ausgesucht habe. Ich blende auch noch mal einen Link ein von einem bekannten Modellbau. Laden online. Ich habe es aber woanders hergestellt. Auf jeden Fall der Modellbauladen, den ich da unten einblende, Modellbau Berlinski. Der hat eine riesen Auswahl. Kann man sich, wenn man sich auskennt, ein bisschen was zusammensuchen. Ich habe woanders mir was geholt, weil da gab es auch das Komplett-Set dazu. Das gab bei Berlinski, habe ich es glaube ich nicht gefunden. Auf die Schnelle. Und ihr wisst, ich habe wenig Zeit. Muss immer alles schnell gehen. Deswegen habe ich es bei meinem Modellbauer meiner Wahl, wo ich schon Kunde bin, schon längere Zeit, habe ich es gefunden, habe noch einen Zehner draufgelegt. Insgesamt bin ich bei 220 Euro rausgekommen und habe mir das Teil, wie gesagt, den Audi Quattro da zugelegt, plus die Kiste mit dem Zubehör. Da ist ein Servolenker drin, eine Fernbedienung, ein großer Akku dabei, ein Quick-Akku-Ladegerät. Ich hoffe, ich habe alles noch so ein bisschen im Kopf. Wenn ich jetzt das Ding falsch rausschmeiße mit der Betitelung, tut es mir leid.
aber naja, ich bin halt ein Anfänger auf der Richtung. Ich weiß auch gar nicht, ob 3000 mAh reichen für das. Es gibt 4000er oder 3200, keine Ahnung. Auf jeden Fall denke ich mal, das ist nicht ganz so verkehrt, das Paket dazu zu nehmen. Im Detail einzeln packe ich es noch aus im Unboxing. Boah, genau. Achso, ich mache ja noch ein Unboxing. Richtig. Ja, dann war es das eigentlich für heute. Ich hoffe, das Unboxing kriege ich schnell fertig. Ich hoffe noch am Wochenende den Audi Quattro. Jo. Weil ich muss ja die anderen Sachen auch machen. Ich hoffe, ihr seid gespannt, wie es läuft bei so einem Noob wie mir, der sein erstes RC-Modell bauen möchte, will. Und ja, dann höre ich mal gleich auf und wünsche euch einen schönen Abend. Schaut mal wieder rein. Vielleicht geht es dann weiter mit diesem, ne, Kracher. In dem Sinne, bis bald und bis später, euer Metalsnomics. Und ich sage, hoffentlich habe ich nichts vergessen. Leck mir am Arsch. Bestimmt, wenn ich die Kamera ausmache, fällt mir noch was ein. Na gut, das soll es gewesen sein. Euer Metalsnomics. Ciao, tschüss. Bis demnächst. Bye.